Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Und zwar werden wir erstmal unseren Charakter wechseln, weil warum schreiben wir ihn immer noch Mega Man? Boah. Okay. Wen nehmen wir denn? Mit wem können wir denn hier viel erreichen? Wer bringt uns denn hier den Erfolg? Wir haben schon fast jeden Charakter. Ich weiß, ich habe Snake letztens freigeschaltet, aber mit dem werde ich nicht gut. Klar, komm, lass mal Mr. Game & Watch spielen. In Schwarz natürlich, in Originalform. Vielleicht bringt's das. Mr. Game & Watch geht noch so. Vom Steuerungs. Von der Sichtweise ja, dass ich den noch halbwegs steuern kann. Tiefes Einatmen. Smash of Time, sie genannte Zeitlimits. Aber für Gegner. Gegner hält sich fortlaufend. Das kann ich auch. Tiefes Einatmen. Wäre ja wohl gedacht, wenn wir das nicht schaffen, hallo. Wir haben noch halbwegs Zeit. Okay, ich glaube, hier brauche ich einen Charakter, der wirklich, boah, wirklich ein bisschen mehr abzieht und angefahrt die halt. Ab, wer seht ihr das? Und wenn mein Dings fertig wäre, ne, mein, oh, ich brauche irgendeinen dicken Charakter, der, ich weiß auch genau wen. Wir nehmen Donkey Kong. Plane, wir spielen Donkey Kong. Also, dem müssen wir hoffentlich hier ein bisschen eher raushauen. Da ist immer einer in der Ecke, ne? Der sich hier, willst mich eigentlich verarschen? Okay, da ist ein bisschen übel. Komm wieder an, ey. Ich muss hier oben bleiben, ich habe Gefühl. Oder ich mache gar nicht diesen Kampf, weil das ist so was von nervig, ne? Und hab ich jetzt so einen Dreck, habe ich jetzt keine Lust, wenn ich ganz ehrlich bin. Kann mich amüsieren mit Mr. Game & Watch. Na, raus hier. Ist ein bisschen zu doof. Gut, was haben wir hier noch? Infinite. Aus Smash. Okay, das schaffen wir ja wohl noch. Ne? Teilverwandlung für Gegner. Was ist das? Oh ne. Ah, den Gulli der Klinge in den Kopf geworfen, macht's jetzt. Gut. Schlagen wenigstens ein Erfolg mit Mr. Game & Watch. Wir könnten mal in diese Bowser-Festung hingehen, ne? Da sind wir irgendwie, oh Gott, 4 Sterne. Den Hauptgegner, um zu gewinnen. Also Peach. Komm schon. Wird irgendwie zu schaffen sein. Wir müssen nur Peach erledigen. Peach wird ja wohl hoffentlich auch von diesen Dingern hier getroffen. Da ist irgendwie so diese Stage, wo bin ich da? Die irgendwie. Ja, wenn ich jetzt jemanden hätte, der Konter könnte, ne? Wie Marv oder so. Handtasche aus Lacoste. Und die rennt natürlich weg.
Okay. So, ich habe eine Idee. Die Idee ist, wir schnappen uns das Teil. Oh, diese. Ich wollte ihn mit einem Schlüssel erschlagen. Aber das ist nicht so schwer. Vor allem, wenn diese Fässer anfangen, hier runter zu rollen, falls sie mal runterrollen würden, das wäre richtig gut. Ich merke gerade, da ist eine Donkey Kong Level und Mario läuft hier mit einem Hammer. Oh nee, das wollte ich jetzt nicht haben. Das ist trotzdem nicht so schwer. Ich eine Bombe runterfallen lassen. Was? Okay, hat Mario direkt runtergefallen. Ist aber gut, aber krieg diese blöde Tusse nicht gefasst, ey. Wenn ich diese Uhr einsammeln würde, dann könnte das gut ja ablaufen. Oh, Dreck. Mach ich hier. Oh, der ist nicht runtergefallen, ehrlich. Boah, Junge, ehrlich. Man will mich verarschen. Bleib gefälligst hier. Mann. Du, mach was. Oder ist da sowas von? Oh, das ist sowas von Kacke, ne? Oh. Weil mich passt voll in diese Welt rein, ey. Aber warte. Das ist so wieder so was von dämliche Level. Mal Link, versuchen wir mal. Ah, ey. Weil die ganze Zeit wegrennt, das ist so klar. Da wieder so ein Kack ist. Na, komm her. Nein. Auch bei dem wirkt das nicht, weil er jetzt gerade erst gekommen ist. Guck mal, wie schnell er sich bewegt. Aber noch so eine Uhr. Oh, Junge, bleib hier. Was war denn jetzt? Ja, komm, da ist gut. Boah, ich will dieses Ding einsammeln, danke. Boah, ja. Wer denkt sich so einen Scheiß aus, ey? Und das ist auch noch auf Zeit? Was ist das denn für ein Kack? Ey. Mann. Oh. So unverschämt, ne? Na komm. Boah, das gibt's einfach nicht. Ja gut, der ist wieder runtergefallen. Aber ich muss ja auf Zeit gewinnen, das ist ja wieder der Kack. Ich dachte, ich habe wenigstens... Boah! Weißt du, wie schafft ihr es, die
all diese Angriffe ausweichen, ich hier. Warum bleibst du hier? Wie ist der Computer so gut im Ausweichen, ey? Die einmal getroffen ist er. Boah. Das ist so eine Scheiß. Boah, das ist so ein Scheißdreck, ey. Er hat sich so eine bescheuerte Level ausgedacht, ey. Ah, wo können wir denn noch hingehen? Das war ernsthaft, ey. Die rennt die ganze Zeit weg. Ich krieg die nicht mal getroffen, ey. Ja, ist irgendwas. Nicht hier irgendwo ein Gebiet, wo noch ganz viele Leute sind. Hier mein Bowsers Festung, würde ich sagen. Wer bist du denn? Ja, die Dinger, die Eva Trophäe ist, glaube ich, nicht so nervtötend. Also, wir spielen jetzt Link einfach. Das Spiel auf Nintendo irgendwann mal war. Wenn ich Feuer Terror spiele. Ja, ehrlich. Tschüss. Oh, ich wollte schon sagen, das wird nicht so schwer. Der eine Kampf, der war so was von gestört, ey. Ah. Links, Luftangriffe, links. Ach so, weil der Link heißt. Langsam weiß ich nicht mehr genau, wo ich überall noch hin kann und wo nicht. Wollte ich da rein? Ich glaube ja, ich glaube, ich wollte da in die Richtung. Ich muss ja wieder zurück, aber ja, komm, wir sind. Guck mal, es ist noch. Wer ist er denn? Coffee. Kampf verstärkt, Kampf plus Customizer Items. Okay. Falco, gut. Wir schon schaffen. Ah, schöne Musik. Schon wieder diese Level. Ja, komm her. T? Mach den voll fertig, ey. Natürlich muss eine Melinda da sein, die mir immer Gegner mit Melinda als Verstärkung. Das ist immer das Schönste. Oh, komm schon, der hat 149. Boah, Junge. Komm, flieg raus, Mann. Gut, wollte schon sagen, ey. Ja, nicht krieg hier. Mach schon wieder immun gegen Einschlafen, ne? So gerade. Ich hoffe, was gegen Donnerböden immun macht. Da brauche ich, damit hier Variomas Dojo mal rein kann. Da haben wir gewonnen. Snack. Soll ich vielleicht auch mal benutzen, ne? Einige. Dann haben wir hier Ashley. Und das Leben schwer, aber wer für Gegner? Ah, nee. Ich hatte schon gerade eine sehr nervige, gerade einen sehr nervigen Kampf, da möchte ich jetzt nicht noch mal machen.
Da kann ich irgendwie so ein Luftschiff oder irgendwie sowas haben, damit ich hier durch die Gegend fliegen kann. Aber ich weiß ja die ganze Zeit nicht, wo ich hin muss und wo ich schon war, wo noch viele Gegner übrig sind. So, Vridi, die schaue ich auf jeden Fall nicht. Gar nicht erst versuchen. Chorknaben. Ach, das genau. Wie komme ich dahin? Da ist ein Kämpfer, da will ich hätten. The Boss. Und das voll auf Schaden, außer aus Smash. Bei unseren Gegner schon. Ne. So, wo war nochmal Bowser's Castle? Weiß hat jemand? Da komme ich jetzt gleich wieder zum Anfang, ne? Na, da bin ich jetzt auf der anderen Seite. Jeff. Wo komme ich hier hin? Super. Ja. So, jetzt glaube ich hier dieses. Ja. Ich noch im Kopf. Nein, danke. Warum ist noch was? Große Fee. Und Gegner, geht schneller auf. Ja, meine aber auch. Kommt schon, ein Kampf nur. Gott, ich mein Artwork von diesen. Oh nee. Was stand da gerade? Jetzt auf Spezial unten oder oben ein? Und die setzt oft ihren Teil unten irgendwie ein. Oh, was? Jetzt gerade voll hochgereiht wieder. Oh Gott, da zieht mich an. Da werde ich aber nie im Leben töten, ja. Wer das passiert noch mal, wenn sich hochheilt? Komm her. Oh nee. Oh, ich hasse, dass der jetzt diese Ultimate hat. Ey. Wir haben voll etwa einmal massiv. Okay. Die haben Link irgendwie voll versaut für mich, ey. Die haben den Greifarm weggenommen, die haben die Bomben zeitgezündet gemacht, was auf den ersten Blick irgendwie gut klingt, aber okay. Aber irgendwie ruiniert das irgendwie alles. Die haben irgendwie zu viele Sachen gemacht, die ich nicht gut finde als Link Main, also echt nicht zufrieden. Aber wir können jetzt endlich mal dahin gehen. Gut, da war man noch gar nicht, ne? Da ist ein Kämpfer, der von zwei Leuten beschützt wird. Raumschiff Mario. Ja, das ist irgendwie kein Wunder, dass ich jetzt viel besser mit Toon Link. Und er hat noch die genau gleichen Angriffe wie Link. Und ja, muss ich wohl auf denen rüber wechseln, weil erwachsener Link bringt es irgendwie nicht mehr so. Oh. Oh, willst du mich verarschen? Aber dann habe ich einen Schwert angesammelt. Boom. Tschüss. Hört die eigene Sprungkraft. Ich glaube nicht, dass das irgendwann mal Sinn irgendwie sinnvoll wäre für mich. Hilft mir irgendwie nicht so.
Aparoid. Ja, Geschenke für dich. Metallverwandlung für ihn, natürlich. Okay. Du bist Metal Ridley oder was? Ja, das ist auch so ein Ding, man trifft sich selber mit diesen ferngezündeten Bomben, was ich nicht gut finde. Ich meine, bei den anderen Bomben ist das auch so, von den anderen Links, aber trotzdem. Was ist das? Was hat nicht an? Oh Gott. Tschüss. Nein. Wie ist denn der jetzt da ausgewichen? Autsch. Ey. Ich habe erhöhte Schwerkraft. Mich kannst du nicht so schnell raushauen. 46, hallo. Hat ja gar nichts gemacht. Komm wieder, wenn du einen stärkeren Angriff hast. Ich esse erstmal diesen Burger. Au. Warum auf mich? Da ist noch einer. Da ist ein riesiges Monster. Schieß auf den. Ah, komm. Da ist er voll gemacht. Boah. Wir versuchen den nach rechts oder so zu hauen, aber ich treffe den mit den Angriffen nicht. Hat schon wieder seine Ultimate voll. Genauso viel wie vorhin habt. Ich habe mich in einer Ultimate geheilt. Was machst du jetzt? Oh, danke. Falken. Kranich. Gut, weiter. Ey. Dann haben wir hier Falco. Jawohl. Ein neuer Main, ja. Ein Main ist in Reichweite. So, weniger Empfang erscheinen durch Nahkampfwaffen wie Schwerter und Peitschen. Boom. Das war meine Abwehr erhöht. Wäre nicht schlecht. Falco. Mal schon mit wenig im nächsten Part spielen werde. Habe ich eigentlich schon mal jemanden damit richtig getroffen? Gefühl, diese Bomben haben mich immer mehr getroffen, als ich irgendwie einen anderen getroffen habe. Oh gut. Nachdem ich das sage, hätte das sogar beinahe jemanden rausgehauen. Geh weg mit diesem Stab. So ein Magical Girl oder was? Magical Bird, oder? Echte Männer kämpfen mit Schwerter. Rot. Läuft ja lieber in den Bumerang rein, als sich von meinem Schwert zu treffen. Wenn er eigentlich klüger ist, ne? Na gut. Dann kommen wir ja weiter. Gut, ich bin mal hier irgendwo lang gegangen. Mich auch als getötet gekriegt habe. Trace. Unsichtbarkeit für Gegner. Jetzt wohl eher mit Unverwundbarkeit gehen sollen. Bei Unsichtbarkeit. Das ziert mich ein Dreck. Ich liebe es, wenn dieser Angriff trifft in der Luft. Das ist so stylisch. Gut, bis jetzt läuft's ja. Jodie Summer, die haben wir gerade erst bekommen im letzten Part. Der Gegner ist schneller und leichter, okay. Das ist nicht gut. Oh, ich so ein Kackgeist.
das schon los bekommen. Alle Gegner leichter oder nur sie? Ja, lass dich vom Boden treffen, gut. Oh, Captain Falcon, ey. Verpiss dich. Wie kannst du es wagen, die gleichen Farben zu haben, wie wenn ich dich steuere? Tschüss. Ich würde sagen, ist nicht rausgeflogen. Er hat mich, bevor ich meinen dritten Tritt machen konnte, gegrabt. Er gibt's einfach nicht. Falsche Richtung. Komm ich eben. Tschüss. Nein. Triff. Boah, du willst mich verarschen. Tschüss. Ach. Link. Gold. Läuft überraschend gut mit Link die ganze Zeit. Also sollte ich euch mir doch überlegen, den nicht als Main abzuschwingen. Starman. Kein Ding. Oh nee, Helfertrophäen und Metallverwandlung auch noch. Aber es ausdauer aus mehr schnell. Das Metall jetzt nicht so. Oh Gott. Boah, ehrlich. Lass mich den treffen, ey. Boah, wieder mich immer genau trifft, ey. Das gibt's einfach nicht. Soll ich eher auf Nest losgehen, weil irgendwie den zu treffen ist irgendwie voll schwer. Oder so. Du jetzt natürlich auch einfach weiter draufhauen, bis er stirbt. Alter. Sollen wir mal ein paar Geister füttern, ja, ne? Hier ist ein Dojo, ehrlich. Das sehen wir es in der nächsten Folge, wie es ausschaut. Und erstmal auch einkaufen. Vielleicht gibt es ja Lernjuwel zu kaufen oder so. So, zu teuer. Herzkeule. Ich muss irgendwas finden, was irgendwie Elektroböden immun macht. Komm schon. Ja, da muss doch mal hier sowas verkaufen. Lernjuwelen. Ja, damit. Der ist neu. Ja, damit. Level 99, okay. Sollte mein Geld nicht so ausgeben für die Dinger. Vielleicht gibt es ja so einen geilen Level 4 Gegner. Geist. Schnitter. Ja, was soll's. Shield Knight. Ja, jetzt habe ich sowieso zu wenig Geld, also boom. Ach, Durengard, genau. Da war ein cooles Pokémon. Vielseitig. Lernjuwelen. Schnäppchen, her damit. Die rote Leuenkeule. Was? Der rote Leuenkönig, okay. Oh ja. Was? Ja, danke schön. Okay, hier kommt irgendwie nichts Neues. Schon glaube ich seit Ewigkeiten nur diese vier Dinger. Da kann ich irgendwas noch hier kaufen. Auf was will ich denn hinbauen? Zieht Heilungs-Items in der Nähe an. Doppel-Ultra-Smash. Das wäre auch nicht schlecht eigentlich. Vector Reflektor. Notfallangriff. Katapultiert von der Schwert. Katapultiert werden während des Sprintens.
Schuss-Items, Kantengriffe, leicht stärkerer Angriff, Schutz. Ich glaube, hier drauf sollte man mal so ein bisschen, ne? Ja, Luftangriffe plus zum Beispiel. Würfe plus plus, Luftsprung plus 1. Oh ja, das ist auch gut. Ich würde eigentlich Geister füttern, ne? Ja, wahrscheinlich wieder kein Geld haben für, aber was soll's. Ich will mal ein paar hier evolvieren, die noch entwickelt werden können, natürlich. Wie zum Beispiel Seigard. Das sind die Schwachen, weil die bauen nicht so viele Dinger. Höchste Level und boah, ich habe schon wieder so wenig. Jo, mach. Krass. Gar nicht so weit gespielt. Oh, Legende, Zeigart. Optimum Form. Das ist natürlich wieder gut. Alter, das ist ein sehr starker Ding. Ich mal hochleveln ein bisschen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Notfallheilung wird auch nicht schlecht werden. Gut, meinen Stein bekommen dafür. Nö. Gut, aber ich sagen, wir gucken erst mal im Shop nach. Ich gibt's ja da was Geiles, zum Beispiel Kämpfergeist hier von dem wie fit Trainer, sexy Mann. Der ist Bowman. Wurfangriff, Dreck. Pünktchen Kart. Weit war ich gerne ohne Mario Kart. Schuss ein deren Munition. Ist das Sandman von Punch Out? Nein. Gut. Ich sage, das war's für diese Folge. Ihr hattet Spaß und hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön und ciao, ciao.